Frau Lange, guten Tag. Ja. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Danke. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie jetzt schon mal rein vorsorglich. 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Ja. Sie heißen Ines Langer, 36 Jahre alt, Sie wohnen in Mariastein, verheiratet, Sie sind Pilotin, verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Nein, das bin ich nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Kirsten und ich uns aus einigen VHS-Kursen kennen und wir besuchen sie gemeinsam. Und ja, dort kann haben sie wir nicht uns auch vom Flughafen? Nee, lustigerweise nicht. Wir haben in dem Kurs festgestellt erst, dass wir den gleichen Arbeitsort haben. Ja. Jetzt sind Sie auch Geschädigte des Vorfalls, um den es heute hier geht, weil Sie an diesem 1. September auch von diesem Tee getrunken haben. Mhm. Ich habe Sie aber nicht nur deswegen geladen, sondern auch wegen dieser Information, die Sie bei der Polizei schon geäußert haben. Ja, bei der Polizei, ursprünglich wollte ich eigentlich ja gar nichts sagen, aber Roland hat mich dazu überredet, dass ich sage. Und zwar habe ich ein Streitgespräch zwischen Kirsten und ihrem Mann halt am Telefon mitbekommen. Wann hat dieses Streitgespräch stattgefunden? Puh, also so ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass es definitiv nicht lange vor diesem ganzen Teefiasko war. Und was war das für ein Streit? Also, ja, es ging darum. Ich habe ja nicht alles mitbekommen und es ist auch nicht meine Art, eigentlich dazuzuhören. Und ich habe versucht, wegzuhören, aber es ging halt darum, dass Kirsten an ihrem gemeinsamen freien Tag für sich und ihren Mann etwas geplant hatte, ganz spontan. Sie wollten einen Ausflug machen und ja, aber ihrem Mann passte das wohl nicht, weil er diesen Tag schon anders verplant hatte. Und wie hatte er den Tag verplant? Ganz genau weiß ich es nicht, was er geplant hatte, aber so wie Kirsten mir nach dem Telefonat sagte, kann es nichts Wichtiges gewesen sein. Und sie sagte ihr Mann könnte ruhig mal etwas flexibler sein und mit seinem Sturkopf hätte er schon so viele Pläne umgeworfen und sie hätte schon so viel verpasst deswegen in ihrem Leben. Da habe ich doch vorhin gar nicht so falsch spekuliert, ne? Meine Vermutung liegt doch ganz richtig, Frau Paulus, oder? Boah, es tut mir echt leid, Kirsten, aber es sind die Sachen, über die wir gesprochen haben und... Ja, wenn du nichts getan hast, dann ist es ja auch egal, was ich jetzt hier sage, oder? Frau Langer, Sie sollten überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben. Sie haben alles richtig gemacht. Ist Ihr Gespräch nach diesem Telefonat an dem Tag weitergegangen? Ja, natürlich. Also wir haben uns über einiges unterhalten. Dieses und jenes, Ihre Ehe, meine Ehe, andere Länder, andere Städte. Kirsten hat irgendwann mal erwähnt, dass sie gerne im Ausland auch für eine gewisse Zeit wohnen würde. Und was war das Land der Träume? Spanien. Sie meinte, ja, Norwegen. Wird auch gehen. Ja, jetzt sitzt sie hier. Sie war nie richtig weg. Warum? Ist sie nicht längst schon in Norwegen oder Spanien? Hat sie da was gesagt? Ja, da hat sie eigentlich auch gesagt, dass es wohl an ihrem Mann läge. Und dass sie anscheinend da einen Fehler gemacht hätte, ausgerechnet diesen Fluglotsen zu heiraten. Was heißt denn das ausgerechnet mit diesem Fluglotsen? Wissen Sie, was das heißen sollte? So richtig habe ich das auch nicht verstanden. Aber ja, sie meinte halt, es wäre vielleicht besser gewesen, sie hätte einen... Piloten genommen oder wie gesagt, also einem Fluglotsen ist es ja in der Regel eigentlich egal, wo er arbeitet. So hat sie es halt vielleicht gesehen. Nur ihrem Mann war es halt nicht egal, wo er arbeitet. Er wollte halt unbedingt am Flughafen Fresenstadt bleiben. Hat sie denn noch andere Dinge über ihren Mann gesagt? Ja, sie hat halt... Sie müssen jetzt erstmal verstehen, ich mag die Kirsten sehr, sehr gerne. Und alles das hier würde ich nicht sagen, wenn ich nicht wüsste oder davon überzeugt wäre, dass sie wirklich unschuldig ist. Das ist mir schon wichtig, dass Sie das wissen. Und sag's doch einfach. Ja. Ich möchte zwar nicht, dass der Dame dahinter zwischenredet, aber wo er recht hat, hat er recht. Sagen Sie es uns einfach. Also, sie hat gesagt, es wäre wohl besser, wie vorhin schon kurz erwähnt, also, dass sie lieber einen Piloten geheiratet hätte. Weil dem wäre es ja schließlich egal, wo er wohnen würde. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das wirklich so gemeint hat, wie sie es gesagt hat. Naja, also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube schon, dass sich das sehr im Kopf der Angeklagten manifestiert hatte, ihren Mann loswerden zu wollen, endlich ein freies Leben führen zu können, ohne ihren Mann. Am besten an der Seite von der Thalmann zum Beispiel. Nein, ich verstehe nein. es ja sogar ein Stück weit. Sie sind jung, sie haben mit etwas Glück noch den größten Teil ihres Lebens vor sich, wollen ein schönes, freies Leben führen, aber dann doch bitte ohne den Ehemann, wenn der doch bloß nicht wäre. Aber wenn ich doch meinen Mann nicht mehr wollte, würde ich ihn doch einfach verlassen. Ja, das hätte ich Ihnen auch als Ratschlag gegeben. Aber es gibt da ein Problem. Damit kann ich hier mal eben so wedeln. Nämlich die ganzen Versicherungen. Die hätten Sie dann nicht. Darauf müssten Sie verzichten. Und deswegen lieber die Scheidung oder besser gesagt das Exekutieren, aber nicht dann eben mal einfach nur verlassen. Das kam deswegen für Sie nicht in Betracht. Frau Langer, jetzt noch mal zurück zu Ihnen. Ich finde es schon erstaunlich, wie gut Ihr Gedächtnis ist. Sie können sich ja offensichtlich an jedes Wort erinnern, was Sie mit meiner Mandantin gesprochen haben. Ja. Aber an den Tag, an dem das Ganze gesprochen wurde, den können Sie sich nicht erinnern. Jetzt verstehe ich nicht so wirklich, was Sie von mir wollen. Ich finde es halt einfach komisch, dass Sie sich an manche Details genau erinnern können, an andere gar nicht. Und dafür finde ich keine Erklärung. Aber gut, vielleicht kommen wir noch mal zurück zu dem Tag, an dem Sie das Flugzeug so bravourös gelandet haben und das Leben von 157 Menschen gerettet haben. Also
Meine Bewunderung kann ich Ihnen da nur aussprechen. Danke, aber eigentlich ist das gar nicht so besonders. Ach bitte, jetzt stellen Sie Ihr Licht doch nicht unter den Scheffel. Immerhin war der Kapitän bewusstlos und so viele Leuten hoch über den Wolken in Gefahr. Das haben Sie doch bravourös gemeistert. Ja, nun ja, also soweit ich weiß, ist diese Pilotenausbildung eine der teuersten in ganz Deutschland. Und ich denke, diese Ausbildung sollte sich dann auch rentieren. Ja, und Herr Thalmann hat uns ja auch gesagt, wie brenzlig die Situation wirklich war und dass Sie trotzdem eine 1A-Landung hingelegt haben, obwohl Sie von dem Tee getrunken hatten. Ob Co-Pilotin oder nicht, ich bin immerhin Pilotin und ich habe die gleiche Ausbildung erhalten wie Roland. Okay, ich habe etwas weniger Erfahrung vielleicht, ja? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich auch Pilotin bin. Wirklich? Und gut, ja, mir ist es auch schlecht gegangen und es hätte schief gehen können, aber es ist nicht schief gegangen, ja? Ich habe es geschafft. Ich starte, ich fliege und ich lande Flugzeuge. Das ist meine Arbeit. Ja, und ich habe immer gedacht, so ein Co-Pilot ist sowas wie ein Azubi, also so ein Pilot in Ausbildung. Sie zeugen ja auch nicht die ganze Zeit hochnehmen. Ja. Wie lange sind Sie denn schon Co-Pilotin? Also zwischenzeitlich bin ich Pilotin, aber ich war es 4 Jahre lang. Mit Ihrer Beförderung ist es ja noch nicht so lange her. Und in den letzten Jahren hat Ihre Fluggesellschaft ausschließlich Männer vom Co-Pilot zum Piloten befördert. Mhm. Ist doch auffällig, oder? Sie waren da nicht drunter. Nee, hat mich noch nie gestört und das hat mich auch noch nie interessiert. Ach. Die Frau arbeitet in einem super Team. Was soll sich danach richten, was andere wollen oder was andere haben? Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe mit Roland wirklich viel Glück gehabt. Und okay, er ist ein Macho, aber dafür ist er menschlich völlig in Ordnung. Denn Sie müssen wissen, also die meisten Piloten meinen nämlich, sie wären etwas Besseres. Haben Sie auch schon mal miteinander geschlafen? Wie bitte? Roland und ich? Also ich bin verheiratet, da nehme ich auch ziemlich ernst, ja? Und Roland ist, wie soll ich sagen, er ist wie ein Bruder für mich. Ich glaube auch nicht, so eine Frage, Frau Verteidiger. Ich glaube auch nicht, dass Sie Herrn Thalmann vergiftet haben, weil Sie seine Gespielin sind. Nein, glaube ich an was ganz anderes. Jetzt verstehe ich. Sie wollen mir das alles in die Schuhe schieben. Ha? Ganz genau. Ja, super. Und zwar genau deswegen, weil Sie es satt hatten, ständig die Nummer 2 zu sein. Und deswegen haben Sie diese Quasi-Katastrophe inszeniert, ja? Damit Sie sich mal richtig in Szene setzen können und zeigen können, dass Sie eine gute Pilotin sind. Das glaube ich doch jetzt alles. Sie haben mich schon richtig verstanden. Nee, das kann ich. Bitte. Frau Verteidigung möchte auf gut Deutsch sagen, Sie sollen letztlich die Geschädigten vergiftet haben. Und es kommt das Beste noch. Sie sagt, Sie haben auch einen Schluck genommen, um das Ganze etwas theatralischer zu gestalten. Dazu ist die Frau Verteidigung fähig. So was möchte sie uns hier sagen. Falsch, Herr Staatsanwalt. Eigentlich hätte ich gerne gesagt, dass sie es getan hat, um den Verdacht von sich abzulenken. Aber bitte schön, nehmen Sie kein bisschen Theorie besser. Ich würde einfach ein bisschen aufpassen, wie Sie sich hier verhalten. Also wissen Sie eigentlich, wie schlecht es mir gegangen ist? Mir war genauso schwindlig und übel. Ich habe auch gedacht, jeden Moment würde ich das Bewusstsein verlieren. Ich sehe nur, dass Ihr Plan aufgegangen ist. Sie haben hier heldenhaft dieses Flugzeug gelandet, damit einen riesen Pressewirbel veranstaltet und die Presse und die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja, was blieb denn der Fluggesellschaft anderes übrig, als Sie endlich zu befördern? Ihr Ziel ist erreicht. Also jetzt reicht es mir wirklich langsam. Woher sollte ich denn wissen, dass Roland an diesem Tag mit so einer Teekanne da ankommt? Ja, gewusst haben Sie das natürlich nicht, aber jetzt es kam Ihnen sehr gelegen. Ansonsten wäre das Nervengift woanders gelandet, im Essen oder sonst wo. Das müssen Sie ja besser wissen. Ach, jetzt denken Sie doch mal nach. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Diese Teekanne, haben Sie die an diesem 1. September irgendwann mal in der Hand gehabt? Hab ich. Haben Sie? Genau. Und zwar habe ich sie einmal in der Hand gehabt, als ich draus getrunken habe. Ja. Und dann habe ich sie noch ein zweites Mal in der Hand gehabt. Und zwar, weil ich unbedingt dran riechen wollte. Roland war mal kurz weg und da habe ich mir die Kanne genommen, habe dran gerochen, weil ich mal wissen wollte, ob der Tee wirklich so widerlich riecht, wie Kirstens Mann es immer behauptet. Und wie hat der Tee gerochen? Von der Beschreibung stechend, würde ich sagen. Und ist Ihnen das nicht merkwürdig vorgekommen? Nee, warum? Warum sollte mir das merkwürdig vorkommen? Erstmal benutze ich solche Teesorten nicht. Und auf der anderen Seite kann ich ja nicht wissen, dass irgendwas mit diesem Tee nicht in Ordnung ist. Noch irgendwelche Fragen? Keine. Dankeschön. Da dürfen Sie auch Sie hinten Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Elena Berndorf, bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mein Gepäck dabei habe, aber ich komme direkt aus Genf. Kein Problem. Sie dürfen es irgendwo hinten abstellen oder Sie können es auch neben sich stellen. Und nehmen Sie dann einfach mal Platz. Dankeschön. Frau Berndorf, Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Ja. Sie heißen Elena Berndorf, 24 Jahre alt. Sie wohnen in Friesenstadt. Sie sind ledig, Flugbegleiterin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein, mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun. Kennen Sie die Angeklagte denn? Nicht richtig. Ich weiß, dass sie an einem Modegeschäft im Flughafen arbeitet. Und Sie wissen natürlich auch, dass ihr vorgeworfen wird, versucht zu haben, ihren Ehemann mit einem mit Nikotin-Sud versetzten Tee zu vergiften. Ja,
Und den armen Roland hätte sie damit beinahe fast umgebracht. Und mich ja eigentlich auch fast. Waren Sie auch an Bord dieser Maschine nach Amsterdam? Nein, an diesem Tag nicht. Aber ich fliege sehr viel mit Roland. Und wenn ich an diesem Tag an diesem Flugzeug dabei gewesen wäre, dann wäre ich ja jetzt auch fast tot gewesen. Naja, jedenfalls ist es soweit ja zum Glück nicht gekommen. Also Sie waren nicht da mit dabei. Waren Sie an dem 1.9. auch in dem Geschäft, in dem die Angeklagte arbeitet? Mir ist eine Strumpfhose kaputt gegangen und ich wollte mir bei der Frau eine neue kaufen. Und ich habe in dem Geschäft gewartet und gewartet und gewartet, aber es kam keiner, um mich zu bedienen. Haben Sie mal gerufen oder so? Nee, ich bin hinter die Theke in das Hinterzimmer gegangen, um zu sehen, ob jemand da ist. Ja, und haben Sie da die Angeklagte gefunden? Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, irgendetwas in irgendetwas anderes zu schütten. Also aus so einem kleinen braunen Fläschchen in eine Thermoskanne tropfen zu lassen. Mhm. Das hat so... Also mir ist richtig schlecht geworden. So ätzend hat das gestunken. Aber ich habe nichts anderes außer Tee in die Thermoskanne gegossen. Wirklich. Das Fläschchen, von dem Sie gesprochen haben, sah das ungefähr so aus? Ja, genau. So eines war es. Frau Paulus, das hat die Polizei bei Ihnen zu Hause gefunden? Ja, ich habe viele dieser kleinen Flaschen zu Hause. Ich benutze sie für Kosmetika und Öle, die ich selber herstelle. Mit keiner dieser Fläschchen irgendwelche Überreste von Kosmetika. Das ist halt auffallend. Mhm. Aber auch nicht für Nikotin, Herr Staatsanwalt. Die Sachen muss man so gut reinigen, sonst bleiben Reste in den Flaschen zurück. Mhm. Und das wiederum könnte dann sein, dass sich Wirkungen gegenseitig aufheben. Das sind doch nur Ausreden. Ist doch klar, dass in dem Fläschchen das Nikotinzeug gewesen ist. Was? Sie fallen mir in den Rücken, obwohl ich Ihnen auch schon Gesichtswasser gemixt habe? Frau Paulus, Sie... Jetzt wollen Sie, dass die Zeugin für Gesichtswasser hier das Gericht anlügt, oder was? Nein, nein, meine Mandantin versteht einfach nicht, warum diese Zeugin meine Mandantin auf ihre Kosten so schamlos belastet. Ja? Frau Berndorf. Ich lüge doch nicht. Aber Sie müssen doch zugeben, dass Ihre Aussage rein gar nichts beweist. Sie wissen doch selbst ganz genau, dass meine Mandantin eine Vielzahl solcher Flaschen zu Hause hat. Immerhin haben Sie ja selber schon eine davon bekommen. Da wäre es doch ein leichtes für Sie, sie zu belasten. Mir ist ganz egal, was Sie sagen. Ich weiß jedenfalls, was sie mit dem Tee gemacht hat. Das macht es auch nicht glaubhafter. Außerdem... habe ich noch was gesehen. Was haben Sie noch gesehen? Da war ein Kaffeefilter und der war schon ziemlich durchgesifft. Und in dem Filter waren Zigarettenkippen. Aber davon haben Sie bei der Polizei überhaupt nicht gesagt. Ich hab's halt vergessen. Aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wissen Sie denn, wie man Nikotinsud herstellt? Ich? Das geht doch wie beim Tee oder Kaffee kochen, oder? Man kocht heißes Wasser. Und lässt es dann durch einen Kaffeefilter laufen, in dem die Zigaretten drin sind. So hat sie es doch gemacht, oder? Ich hätte sie ja beinahe noch dabei erwischt. Naja, aber das haben Sie ja nun gerade nicht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesehen, wie die Angeklagte aus einer solchen kleinen Flasche eine Flüssigkeit in diese Thermoskanne geschüttet hat, ja? Genau. Aber das würde doch bedeuten, dass die Angeklagte den Kaffeefilter, von dem Sie gerade gesprochen haben, auf dieser kleinen Flasche befestigt haben müsste. Also, das erscheint mir schwierig. Dann hat sie den Nikotinsud eben in einer normalen Kaffeekanne gemacht. In einer normalen Kaffeekanne. Das hieß ja aber, zuerst macht sie den Sud in einer normalen Kaffeekanne, schüttet dann aus der Kaffeekanne den Sud in dieses Fläschchen, um von dem Fläschchen aus den Sud wieder... Also, Entschuldigung, da stimmt doch was nicht. Also. Frau Berndorf, es ist auch nicht mein Job als Staatsanwalt, mit aller Gewalt meine Anklage durchzubekommen. Was Sie jetzt hier gerade machen, gefällt mir ganz und gar nicht. Ja? Ich warne Sie von der Falschaussage. Da hat der Staatsanwalt nicht ganz unrecht. Mhm. Ein Blick hier rein hilft vielleicht. Bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe, dass wir auch mal wissen, wovon wir reden, eine Hausnummer haben. Passen Sie ein bisschen auf, passen Sie ein bisschen sehr auf. Vor dem Hintergrund frage ich Sie jetzt noch mal, was haben Sie am 1. September wirklich gesehen? Und ich lasse mich hier ungern veräppeln. Nichts. Ich habe gar nichts gesehen. Ich war nicht mal im Hinterzimmer. Sag mal, Elena, spinnst du? Du kommst hier in deinem kurzen Röckchen reingetippelt, machst einen auf wichtig und erzählst nur Blödsinn. Ich wollte dir halt einen Gefallen tun. Mir, indem du alle belügst. Sie bringt dich fast um. Und dafür soll sie doch auch ins Gefängnis, oder? Ich glaube nicht, dass wir dich hier brauchen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Träum weiter. Du solltest wirklich nicht so mit mir reden. Willst du mir drohen? Ich will ja nur... Was willst du, hä? Wenn wir unser Arrangement nicht mehr weiterführen wollen, dann musst du das nur sagen. Gar kein Problem. Ne? Warum kannst du nie nett zu mir sein? Warum kannst du nie nett zu mir sein? Jetzt hören Sie doch beide mal auf und jetzt hören Sie mir auf der anderen Seite mal zu. Was für ein Arrangement haben Sie beide denn? Wieso hackt er denn immer auf ihn rum? Hm? Roland und ich haben was miteinander. Das läuft schon die ganze Zeit so. Auch als er und Sie miteinander in die Kiste gestiegen sind. Ich habe euch beide genau gleich behandelt. Genau wie alle anderen auch.
Das stimmt überhaupt nicht. Mich behandelst du wie den letzten Dreck. Und sie ist ganz toll und bekommt eine Sonderbehandlung. Wie dürfen wir das denn verstehen? Manchmal, da ruft er mich mitten in der Nacht an, wenn er von der Arbeit kommt und nicht schlafen will. Und da bin ich gut genug für ihn. Und manchmal, da lässt er mich nicht mal bei sich übernachten. Da schmeißt er mich einfach aus der Wohnung. Elena, bitte. Ich tue wirklich alles für ihn. Ich hole sogar seine Hemden aus der Reinigung, wenn er mal ausschlafen will. Und er weiß noch nicht mal, wie ich meinen Kaffee trinke. Jetzt komm schon, bitte, Elena. Ich weiß doch von niemandem, wie er seinen Kaffee trinkt. Doch, von ihr weißt du es. Und sie hat nie etwas für dich getan. Sie hat nicht mal ihren Mann für dich verlassen. Elena, bitte. Ich weiß allerhöchstens, wie ich meinen eigenen Kaffee trinke, mehr nicht. Wie kommen Sie denn darauf, dass der Herr Thalmann das weiß, wie Sie Ihren Kaffee trinken? Roland und ich sind in die Cafeteria gekommen. Und da war sie und ihr Mann auch da. Und Roland hat uns allen einen Kaffee geholt. Und ihr hat den Kaffee einfach hingestellt und sie hat ihn einfach so getrunken. Und was ist daran so verdächtig? Naja, sie hat nichts mehr reingetan. Kein Zucker, kein Süßstoff, keine Milch, nichts. Sie hat ihn einfach so getrunken, wie er ihn ihr hingestellt hat. Na gut, ich sehe da noch nichts Verdächtiges. Vielleicht trinkt sie ihn einfach schwarz. Roland und ihr Mann sind dann wieder gegangen und wir waren alleine und haben uns noch einen Kaffee geholt. Und da hat sie 5 Stück Süßstoff in den Kaffee getan. 5! Jetzt, also Sie meinen, das heißt, der erste Kaffee von ihr, der muss schon gesüßt gewesen sein? Und der Herr Thalmann muss gewusst haben, wie viel Süßstoff sie reinnimmt, sonst hätte er ihnen ja nicht so gesüßt ihr schon geben können. Bestimmt. Wenn man seinen Kaffee normalerweise so süß trinkt, dann trinkt man ihn doch nicht plötzlich ohne alles. Der schmeckt einem doch dann gar nicht. Mein Gott, was soll denn dieses Gerede über Kaffee hier? Es geht doch nicht um Kaffee. Es geht doch nicht mal um denselben Tag. Also ich kann mich auch nicht an die Kaffeegeschichte erinnern. Ne? Wahrscheinlich irrt sich Elena. Naja, ich würde mal sagen, kein Auge ist aufmerksamer als das einer eifersüchtigen Person. Hm? Und Sie sind sich ganz sicher, dass der Herr Paulus da in der Cafeteria bei der Begebenheit auch dabei war? Ganz bestimmt, weil ich kannte ihn ja vorher nur vom Sehen und an dem Tag habe ich ihn erst richtig kennengelernt. Da möchte ich mich noch mal mit Ihnen unterhalten, Herr Paulus. Warum das denn? Werden Sie gleich sehen. Hat noch jemand Fragen an die Zeugin? Keine. Keine. Dann nehmen Sie bitte mal hinten Platz, Sie bleiben unweit, Herr Paulus. Kommen Sie bitte mal nach vorn. Herr Paulus, nach wie vor müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Ich belehre Sie, Sie müssen weder Ihre Ehefrau noch sich selbst belasten, 55 StPO. Soweit verstanden, oder? Ja. Erinnern Sie sich an den Tag, den die Frau Bandorf uns gerade geschildert hat? Hm? Nein. Nicht? Also ich habe Fluglotsen früher eigentlich immer bewundert, weil sie so genaue und strukturierte Beobachter sind. Mhm. Haben Sie vielleicht dieselbe Beobachtung gemacht wie die Frau Bandorf? Nein. Nicht, dass der Herr Thalmann wusste, mit wie vielen Stück Süßstoff ihre Frau ihren Kaffee nimmt. Ich kann mich an den Tag nicht erinnern. Ich muss zugeben, mir ist gerade mal für einen Moment so die Idee gekommen, dass vielleicht auch die Frau Berndorf mit diesem mit Nikotinsud vergifteten Tee etwas zu tun gehabt haben könnte. Aber die kann es ja gar nicht gewesen sein, weil die war ja definitiv damit nicht allein. Aber es gibt noch jemand, der die Möglichkeit gehabt haben könnte, weil er lange genug mit dieser Kanne allein war. So richtig klar drücken Sie sich jetzt aber nicht aus. Das können wir Ihnen gerne erklären. Der Herr Vorsitzende spricht davon, dass Sie selbst den Tee vergiftet haben. Was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sie können doch jetzt nicht einfach meinen Mann. Als wir im Rahmen der Ermittlungen hinter die Affäre kamen, da war natürlich der Zeuge hier Hauptverdächtiger zunächst. Aber Sie wissen es ganz genau, da hilft ein Blick in die Akte, dass wir dann daraufhin Ihre Mandantin vernommen haben, dann den Herrn Thalmann selbst und noch 3 weitere Zeugen. Allesamt haben gesagt, sie können ausschließen, dass hier der Zeuge Paulus auch nur irgendetwas geahnt hätte oder gewusst hätte von der Affäre. Na, und damit ist er dann natürlich absolut ausgeschieden als möglicher Tatverdächtiger. Ja, er hat es ja auch nicht gewusst. Ja, aber jetzt denken Sie doch bitte mal nach. Wie würden Sie Ihren Mann denn einschätzen? Würde er etwas übersehen, was selbst Frau Berndorf aufgefallen ist? Ich also, ja, Steffen, oh Gott, Steffen, du warst das mit dem Auto? Mit Rolands Auto? Mein Auto? Um was geht's denn da? Eines Abends wollte mich Roland nach Hause fahren, von unserem Hotel. Und da war was mit dem Auto nicht in Ordnung. Die Bremsen waren kaputt. Aber das hätte gar nicht sein dürfen, weil das Auto vorher in der Werkstatt gewesen ist. Ja, aber das war doch ein Marder. Ich meine, wir beide haben gesehen, dass das ein Marder war. Die in der Werkstatt haben gesagt, dass das wahrscheinlich ein Marder war. Das war kein Marder, Herr Paulus, oder?
Sie sind also schon längst hinter die Affäre Ihrer Frau gekommen. Und da ist für Sie eine Welt zusammengebrochen. Sie waren gekränkt ohne Ende. Richtig? Ihr Mann hat versucht, Sie beide umzubringen, indem er die Bremsen manipuliert hat. Er wollte sich dafür rächen, was Sie ihm angetan haben. Ist Ihnen das klar? Steffen, das kann doch nicht wahr sein. Sag, dass es alles nicht wahr ist. Das verstehen Sie alle nicht. Im Moment noch nicht ganz. Aber vielleicht erklären Sie es uns einfach. Hm? Dann werde ich Ihnen sagen, wie es gelaufen ist. Und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Nachdem Ihr Plan nicht aufgegangen ist, ja, die manipulierten Bremsen. Da waren Sie verärgert und haben auf die nächste Gelegenheit gewartet, sich an den beiden zu rächen. Und als Sie dann gesehen haben, dass Ihre Frau nach Wegen zur Schädlingsbekämpfung sucht, da sind Sie auf die Idee gekommen, richtig? Frau Paulus, hatten Sie beide Zugang zu dem Computer bei Ihnen zu Hause? Das heißt, auch Ihr Mann konnte im Grunde wissen, welche Dosis Nikotin tödlich ist. Und als Sie das gelesen haben, dann haben Sie den Plan gefasst, Herrn Thalmann umzubringen und alles Ihrer Frau in die Schuhe zu schieben. Ich frage mich wirklich, Herr Paulus, wie sehr Sie dieser Ehebruch Ihrer Frau verletzt haben kann. Ich meine, Sie haben 158 Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Wenn ich ganz pingelig bin, 159. Weil überlegen Sie mal, wie sehr Sie Ihre Frau verletzt hätten letztlich mit dieser Tat, wenn die aufgegangen wäre. Was haben Sie sich da gedacht? Was haben Sie sich da geleistet? Ich wollte diese ganzen Menschen doch nicht opfern. Ich bin doch davon ausgegangen, dass Sie sich an die Vorschriften halten. Da konnte ich doch nicht mit rechnen, dass die Co-Pilotin auch davon trinkt. Aber der Herr Thalmann, das heißt, Sie räumen ein, dass Sie versucht haben, Roland Thalmann zu töten. Verstehen Sie es doch, wie Sie wollen. Ja, haben Sie vielleicht irgendwas noch zu sagen, damit wir es genau verstehen können? Nein. Gut, dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte noch mal hinten Platz. Bundeszentralregisterauszug, der Angeklagte muss dann nicht verlesen, nehme ich mal an. Danke. Noch weitere Anträge, weitere Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Es geht, Frau Verteidigerin, der Zeuge Paulus war also doch schon hinter die Affäre gekommen. Blind vor Wut, blind vor Hass hat er zunächst den PKW manipuliert, erfolglos. Dann muss eine größere Maschine her. Er hat das Leben von 158 Passagieren letztlich aufs Spiel gesetzt. Zum Glück wieder erfolglos. Warum? Um den einen dran zu bekommen, den Herrn Thalmann. Ich gehe fest davon aus, dass Sie, Herr Paulus, in Ihrem Verfahren sich nicht nur wegen versuchten Mordes letztlich zu verantworten haben werden. Ich gehe auch davon aus, dass am Ende die besondere Schwere der Schuld in Ihrem Fall festgestellt werden wird. Soweit ist es aber jetzt noch nicht. Ich beantrage, heute die Angeklagte freizusprechen. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, wie sehr Herr Paulus verletzt gewesen sein muss, das sieht man. Er hat auf volles Risiko gespielt, 1 zu 159. Von Glück kann man hier sprechen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ja? Und von Glück kann man auch sprechen, dass die Zeugin Berndorf, die hier am Anfang keiner richtig ernst genommen hat, letztendlich doch den entscheidenden Hinweis gegeben hat, wer sich hier hinter der Tat versteckt hat. Ja, und Frau Langer, bei Ihnen darf ich mich noch entschuldigen, dass ich Sie so barsch angegangen sind. Aber Sie haben es gesehen, im Fall der Zeugin Berndorf war es genauso. Und wenn man die Zeugen nicht auf Herz und Nieren überprüft, dann kommt die Wahrheit nicht ans Tageslicht. Ich beantrage auch Freispruch. Dankeschön. Frau Paulus, die Anträge haben Sie gehört. Wollen Sie selbst noch was sagen? Sie haben das letzte Wort. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Kirsten Paulus wird freigesprochen. Sie ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht noch der Beschluss, der Haftbefehl des Amtsgerichts Köln vom 3. September 2008 wird aufgehoben. Fluglotsen sind sehr genaue Beobachter. Eifersüchtige Flugbegleiterinnen, die Frau Berndorf ganz offensichtlich auch. Und ein eifersüchtiger Fluglotse, das ist dann wohl die Steigerung des Ganzen. Spätestens als der Herr Paulus sah, dass der Roland Thalmann genau wusste, dass die ihm eigentlich oberflächlich kaum bekannte Frau Paulus den Kaffee mit 5 Stück Süßstoff trinkt, da wurde dem Herrn Paulus bewusst, dass die beiden sehr intim waren. Und da hat er beschlossen, beide loszuwerden. Den Herrn Thalmann durch einen hinterhältigen Mord und seine Ehefrau durch eine Verurteilung als Mörderin. Beides ist zum Glück nicht geglückt. Sie haben überlebt und Sie waren heute natürlich freigesprochen. Ich bin für Sie beide froh. Wobei, Herr Thalmann, erlauben Sie mir schon noch eine Bemerkung zu Ihrem Lebenswandel. Dass Sie Monogamie für eine Geschlechtskrankheit halten, ist Ihre Sache.
dass sie ihren Lebenswandel moralisch sich so schön zurechtlegen, dass verheiratete Frauen, die sich mit ihnen einlassen, ihre Männer hintergehen, sie aber niemand hintergehen, weder die befreundeten Ehemänner noch die ganzen anderen zeitgleich beglückten Ehefrauen, das halte ich für gewagt. Aber dass sie sich auch noch einbilden, sie seien gerecht, wenn sie all diese Frauen gleich behandeln, da kann ich Ihnen nur sagen, ja, sie behandeln sie wirklich gleich. Gleich schlecht. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Paulus, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Der Herr Seelhoff nimmt Sie mit. Danke, Herr Seelhoff. Bleiben Sie ruhig, kommen Sie einfach mit. Steffen Paulus wurde wegen versuchten Mordes in zwei Fällen, gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr, gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.